Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hot Online Farm mit mir, dem Killerkind. So, noch 4 Bahnen Stroh. Dann ist Feld 79 auch soweit fertig. Es müsste dann gekalkt werden. Der JCB steht da vorne schon. Hat noch keine Probleme gegeben. Beim Rausfahren gibt es ja eh nicht, nur beim Reinfahren. Kommt er darauf an, wo, zu welchem Punkt er dann möchte. Ich habe auch den Unimog losgeschickt. Du willst jetzt zum Drescher, gut. Der hat Stroh aufgeladen. Und den verkaufen wir beim Global Market. Weil sonst unser Strohlager wieder voll läuft. Also, er hatte jetzt hier auch bis 100% aufgefüllt, den Drescher. Sonst hat er doch immer bei 95 Schluss gemacht. Ja, tanken ist noch genügend drin. Das fällt Chris auf jeden Fall noch hin. Berechnet Fahrt, hat er noch gesagt. Ja, du bist auf dem Weg. Ich hoffe, wir können da noch ein, zwei Ladungen abliefern. Bevor nicht wieder irgendeine Dummheit passiert. Aber tanken brauchen wir den erstmal nicht. Wenn das Feld abgedroschen ist. So, weil ich hatte nämlich überlegt, ob wir nochmal Soja verkaufen, weil wir hätten ja wieder 3 Ladungen hier drin. Und dann war ich eben hier noch bei dem Strohlager und habe gesehen, 500.000 waren wieder voll. Ja, gut. 50.000 pro Stunde, das bringt ja schon mal was. Aber viel war ja auch nicht mehr da. Ist der so gut wie fertig? Nee. Das Stück noch. Dann ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Wir können den... War hier alles frei, ja. Den hier losschicken. Der soll hier auch mal halten. Kurs generieren. Feld 59. 2 Vorgewände. Fang mit den Reihen an. Und weich 14 Meter. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Wo fängst du an? Feld 79, kalken, 14 Meter.
musste ja nur gekalkt werden, oder? Kalk auf jeden Fall. Ja. Nicht gepflügt, gut. Hier wird die nächste Ladung abgeliefert. Und wir können hier mal selber Hand anlegen. Bin ich einen Tick zu weit gefahren. Weil ich würde gern vielleicht auch da können wir zur Not noch mal bei den Pferden rein. Aber dann braucht er nicht ganz bis hinten hinfahren. So, wo ist der nächste Punkt hier? Dann können wir nämlich hier sagen 76. So, und hier müssen wir eh selber fahren. Da war der Schwader nicht das Richtige. Weil er den Schwad ja nicht auf seinen Kurs ablegt, sondern versetzt. Deswegen sind hier auch gleich zwei, da sind ja in der Mitte auch. So, du bist schon fast voll. Dann können wir jetzt hier sagen, kriegst du es hin? Gut, dann berechne du mal Fahrt. Wir wollen ja gucken, ob das funktioniert. Am Kalk streuen. Du solltest dich auch auffüllen. Schauen wir mal. Auffüllen. Mit Kalk. Gut. Du bist aber hier Feld 79. So. Nee. Warum?
So lange hast du gebraucht, um den Pfad zu berechnen? Wohin fährst du jetzt? Ja, da war ganz schön lange gebraucht. Jetzt ist er auf dem Weg. Dann würde ich sagen, wir können dann 79 gleich auch düngen. Aber wie gesagt, der braucht nur. Der muss sich mit Sicherheit einmal aufladen. Du rufst einen Abfahrer. Nehmen wir den mit der Pflegebereifung. Dann können wir vielleicht noch mal bei 68 vorbeifahren. Mal schauen, ob wir da schon düngen können. Na, sieht aber nicht danach aus. Noch nichts. So, der ist da dran. Der füllt sich aber nicht auf. Müssen wir mal schauen. Woran liegt das? Wir hatten ihn doch übergeben. Entlassen. Mal, was jetzt macht. Jetzt macht das. Ja, wahrscheinlich nicht bei dem laufenden Betrieb. So, Abfahrer entlassen, löschen. Du bist auch leer. Dann würde ich sagen, kannst du dich zusammenklappen und ab zur Werkstatt. Der Deutz kann den Rest hier noch. 4200 zum Getreidelager fahren. Und ansonsten sind alle Felder ja jetzt abgeerntet, richtig? Ja.
ist leer. Ja, er füllt sich auf, das ist gut. Und du bist wieder hier. Wo wir dann sagen können, wir sammeln hier nochmal ein bisschen Stroh. Ach, der Kurs geht hier außen rum. Da passt eh nicht mehr viel rein. Er ist voll. Dann schauen wir mal, ob er den Kurs nimmt. Aber können wir ja gleich machen. Wohin willst du? Du suchst dir den Punkt, okay. Ja, er kriegt durch die Tür. Müssten wir die Tür jedes Mal zumachen. Dann würde er auch die Kurve kriegen. Das ist der Strohsammler. Oder Heusammler vielmehr in dem Fall. Reparieren, jawohl. Beides hier. Da kommt der Unimog wieder. So. Macht er jetzt die Kurve? Ne, er macht die Kurve nicht. Komischerweise. War da irgendwas nicht geschlossen? Hier ist alles soweit gut. Eigentlich müsste es eigentlich passen. Der will nicht mehr. Standest du auf 2? Jo. Mach ruhig Nummer 3. So, ich wollte hier nochmal wegen dem Kurs gucken. Also bis hier fährt er. Vielleicht sollten wir dann
den mit denen noch mal löschen. Den ein bisschen kürzer machen, den mit dem verbinden. Sieht nicht so toll aus. Ich glaube, so kann man das lassen. Mal sehen, ob er beim nächsten Mal da die Kurve macht. Du kannst jetzt erstmal wieder los. Ist voll. Und er ist jetzt Gott sei Dank drauf gekommen. So, da fährt er wieder. So gut, das ist keine volle Bahn mehr. Können wir hier auch gleich düngen. Aber erst kommt 79 dran, weil da sind wir schneller mit durch. So, dann haben wir das. Wo ist denn jetzt der Kalkstreuer hin? Ach, der konnte gar nicht vorbei, okay. War der schon wieder leer? Düngen? Der scheint wieder leer gewesen zu sein, okay. Jetzt schauen wir mal, ob du jetzt die Kurve nimmst. Ja gut, dass der Kalkstreuer gerade fertig geworden ist. Ach, der fährt sogar dran vorbei, aber würde nur, sag ich mal, Sinn machen, wenn da jemand am Bahndepot steht.
Weil hat mich doch schon gewundert, dass er die Kurve nicht gefahren ist. Weil er eigentlich den Kurs weiterfährt. So. Wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt fährt er darum. Du bist durch, genau. Abfahrer entlassen. Dann können wir dich zu 77 schicken. Dann kann der nämlich da weitermachen. Und dann brauchen wir gleich die Seemaschine. So, noch zwei, drei Bahnen und dann ist das Heu auch vom Feld. Wir den Streifen noch komplett weg. Ja. So, wir sind fertig. Kalken. Soll der kalken? Komm, der kann erstmal kalken. Haben wir da bestimmten Kurs, ne? Kalken, Feld 77, ja. Hat den Punkt gefunden. 77 ist doch verkehrt. Entlassen. 78 muss doch. Hier ist doch schon angesät. Uiuiuiui. Löschen wir den schnell mal. So, wir müssen einen neuen Kurs berechnen. Kurs generieren. 78. Schauen wir mal. Abfahrer einstellen. Feld 78. Kalken 14 Meter.
So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Hot Online Farm mit mir, dem Killerkin. Ciao, ciao.